Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, die nächste Quest, und das muss ich euch mal eben zeigen, die wird nicht hier angezeigt, wo ich sie jetzt gerade bekommen habe. Und zwar bin ich quasi vom Wegschrein hier unten, Wegschrein des Tempels von Eldenwarts, diese Strecke hier hochgeritten und dann so ein bisschen rechts eingebogen. Und da kam mir plötzlich die Alandis hinterher. Und ich hoffe, wir können sie hier ansprechen, ohne dass uns jetzt hier gleich was wegzieht oder ähnliches. Oh, Öfre sei Dank. Ich war nicht sicher, ob ich jemanden hier draußen finden würde. Mein Dorf braucht Hilfe. Der Wald hat sich gegen uns erhoben. Was meint ihr damit? Was geht hier vor sich? Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben sollte. Zweiglinge und Sentje sind urplötzlich in Scharen über unser Dorf hergefallen. Wir mussten in der heiligen Höhle Zuflucht suchen, wo wir unsere religiösen Zeremonien abhalten. Was kann ich tun? Baumtanne Rolon hat mich losgeschickt, um Hilfe von außen zu holen. Ich weiß nicht, was er vorhat. Er sagte etwas über ein schreckliches Verbrechen. Ich glaube, er meint, dass der Wald sich für irgendetwas rächen will. Er ist in der heiligen Höhle bei den anderen. Nun gut, ich werde mit ihm sprechen. So, die heilige Höhle ist irgendwo da hinten. Da hier sehr viele Gegner, und man sieht es ja auch schon wieder, sind, reiten wir da jetzt mal quer durch. Ich glaube, es ist auf der anderen Seite. Ja, hier. Hallöchen. Guten Tag, ich habe gehört, Sie brauchen Hilfe. Baumtane Rolon. Ich kann euch nicht sagen, wie froh ich bin, dass ihr hier seid. Etwas liegt hier furchtbar im Argen. Wir können diese Höhle nicht ohne Todesangst verlassen, bis die Sache bereinigt wurde. Ich ahne das Schlimmste, ich sehe einen gefesselten Khajiit. Was genau geht hier vor sich? Wir sind Anhänger des Grünen Pakts und haben geschworen, den Wald vor allen Gefahren zu beschützen. Im Gegenzug formt der Wald sich nach unseren Bedürfnissen. Doch nun hat der Wald sich gegen uns gewandt. Er treibt die Sentje zu Angriffen gegen uns an und zwingt uns in sichere Verstecke. Was könnte die Ursache dafür sein? Nur ein grober Verstoß gegen den Grünen Pakt könnte den Wald dazu bringen, uns derart heftig anzugreifen. Meine Vermutungen wurden bestätigt, als wir diese Höhle betraten. Wir mussten feststellen, dass der Blut-Alendil, die heilige Blüte, von ihrem Stamm geschnitten worden war. Kein Wunder, dass der Wald wütend ist. Wie können wir den Verantwortlichen finden? Die Bedingungen, wie man einen Verstoß gegen den Grünen Pakt wiedergutmachen kann, sind genau festgelegt. Für ein Urteil braucht man drei Arten von belastendem Material: Zeugenaussagen, greifbare Beweise und ein magisches Omen. Ohne alle drei kann kein Urteil gefällt werden. Warum habt ihr diese Dinge noch nicht beschafft? Ich konnte die Zahl der Verdächtigen eingrenzen, indem ich mit den Einheimischen geredet habe. Aber um mehr Beweise zu sammeln, müssten wir diese Höhle verlassen. Solange es keine Gerechtigkeit gemäß der Gesetze des Grünen Pakts gibt, wird der Wald jeden von uns auslöschen, der diese Höhle verlässt. Ich werde die Beweise dafür finden, wer der Paktbrecher ist. Ihr habt meine Dankbarkeit. Es gibt drei Verdächtige, deren Verhalten gewisse Fragen aufgeworfen hat. Der khajiitische Händler Aranak, Weber Eranas und seine Frau Gatiel. Ich schlage vor, dass ihr mit meinen Leuten sprecht, um mögliche Zeugenaussagen aufzunehmen, bevor ihr in die Stadt aufbrecht. Aber warum der gefesselte Khajiit? Okay, reden wir erstmal mit den Leuten. Ich habe gehört, ihr wurdet zur Paktadvokatin ernannt. Stimmt das? Ich werde euch helfen, so gut ich kann. Der Grüne Pakt ist heilig. Und jeder, der ihn bricht, muss zur Verantwortung gezogen werden. Weißt du, die steht 2 Meter neben uns, hat es selber gehört, hat es selber alles mitbekommen aus erster Hand und fragt mich dann, ob das stimmt. Wir gehen dieser Sache schon auf den Grund. Macht es euch etwas aus, ein paar Fragen zu beantworten? Ich tue alles, um diese Angelegenheit zu bereinigen. Hattet ihr je mit dem Händler Aranak zu tun? Aranak ist schon seit Jahren bei uns. Warum sollte er plötzlich so etwas tun? Und nebenbei bemerkt, ist der Pakt ein besonderer Bund zwischen den Waldelfen und dem Wald. Ich glaube nicht, dass der Wald auf diese Art reagieren würde, wenn Aranak der Schuldige wäre.
Und wer Weber Eranas? Eranas ist ein guter Mann. Er ist der Geschichtenweber des Dorfes. Und daher ist es seine Aufgabe, die Geschichten über die Waldelfen und das Grün an die nächste Generation weiterzugeben. Als Kind habe ich aus seinen Geschichten alles über den Grünen Pakt gelernt. Er würde nie das Dorf gefährden oder den Pakt brechen. Was ist mit Gartiel, der Frau des Geschichtenwebers? Eine echte Schlange. Sie hackt immer irgendeine Intrige aus. Frau des Geschichtenwebers hin, Frau des Geschichtenwebers her. Ich bin sicher, dass sie die Schuldige ist. Sie war wochenlang krank. Und dann geht es ihr zufällig genau in jener Nacht wieder besser, in der Pakt gebrochen wurde. Ich würde sofort gegen sie aussagen. Okay, also wie hieß die jetzt nochmal? Irgendwas mit TH. Wieso kann ich jetzt immer noch mit dir sprechen? Ich habe gehört, ihr wurde zur Paktadvokat. Hä? Okay. Scheint ein bisschen verbuggt zu sein. Also möchte Baumtane Rolon, dass ihr die Verletzung des Grünen Pakts untersucht. Ich weiß nicht, was es da zu untersuchen gibt. Der Täter steht eindeutig fest. Aber ich helfe gern. Wenn es euch nicht stört, würde ich euch gerne ein paar Fragen stellen. Fragt, was immer ihr wollt, aber ich denke, es liegt doch auf der Hand, wer der Schuldige ist. Dieser Khajiit hatte immer nur Verachtung für unsere Traditionen übrig. Oha, ist da jemand fremdenfeindlich? Hä? 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 Was könnt ihr mir über den khajiitischen Händler... Ach so, das ist der Händler. Aranak erzählen. In der Nacht, als der grüne Pakt gebrochen wurde, gab es einen schrecklichen Sturm. Ich saß am Fenster und schaute den Blitzen zu. Da sah ich, wie sich diese dreckige Katze in Richtung der Höhle in den Wald schlich. Ich werde gerne gegen ihn aussagen. Sind eure Gefühle für Weber Eranas so stark? Geschichtenweber Eranas ist unser Leitstern. Er half dabei, meine Vetterin zu heilen, als sie krank wurde. Und er war immer ein standhafter Verteidiger des Grünen Pakts. Es ist schon eine Beleidigung, ihn überhaupt zu verdächtigen. Aha, aha. Wobei, da sind sich zumindest beide einig. Und genau das ist ja eigentlich auch eine gute Voraussetzung für das perfekte Verbrechen. Ich verstehe. Was ist mit seiner Frau Gartiel? Und er ist wahrscheinlich der Einzige, der sich bezüglich der Blume sehr gut auskennt. Gartiel hat ihre selbstsüchtigen Momente, aber sie ist ein treues Mitglied der Gemeinschaft. Als sie neulich krank war, haben wir alle für sie gebetet und uns sehr darüber gefreut, dass sie sich wieder erholt hat. Ich glaube nicht, dass sie zu diesem Verbrechen fähig wäre. Jeder hat hier so sein eigenes Hassobjekt, ja? So wie ich das hier verstehe. Das ist nicht gut. Ach, hier hinten. Wo ist dein Beschuldigter? Baumtane Rolon lässt euch also die Zerstörung der heiligen Blume untersuchen. Ich hoffe, ihr versteht, dass es hier nicht nur um eine Pflanze geht. Der grüne Pakt macht uns aus. Unsere ganze Lebensart basiert darauf. Ich hoffe, ihr nehmt die Untersuchung ernst. Ich würde euch gerne ein paar Fragen über den Angeklagten stellen. Ich beantworte euch gerne alle Fragen, die ihr habt. Aber ich kann euch gleich sagen, dass es unser Geschichtenweber war. Was macht euch so sicher, dass es Weber Eranas war? Er ist ein Alchemist. Er stellt unnatürliche Gebräue aus Pflanzen her. Er behauptet, nie etwas Verbotenes dafür verwendet zu haben, aber jeder weiß doch, dass Alchemisten viele Kräuter für ihre Arbeit brauchen. Ich bin bereit, gegen ihn auszusagen, weil er all dieses Unheil über uns gebracht hat. Was denkt ihr über Aranak, den Händler? Der Händler ist harmlos. Er besorgt nur das, worum ihn die Leute bitten, und ich habe noch nie gesehen, wie er auch nur einem einzigen Blatt geschadet hätte. Ohne ihn wären wir komplett vom Rest der Welt abgeschnitten. Ist euch etwas Ungewöhnliches an Gartiel, der Frau des Geschichtenwebers, aufgefallen? Ich lasse nicht zu, dass schlecht über Gartiel geredet wird. Sicher, sie ist mit einem Alchemisten verheiratet, aber sie ist überhaupt nicht wie er, der ständig im Dreck nach toten Blättern wühlt. Ihr Betragen, ihre Anmut und ihre Kultiviertheit. Sie würde nie so tief sinken. Ja, gerade das sind die Leute, die es am ehesten tun. Nun gut, wir müssen draußen weitere Beweise finden. Die Frage ist jetzt nur wo? Mitten unter den Viechern hier, ne? Nehme ich mal an. Tja. Ist mir dafür jetzt höher? Ja, ja, höher, genau. Ja, ja. Alles gut.
Das ist nicht so gut. Okay, euch muss ich leider kaputt machen. Es tut mir leid. Ich weiß, ihr seid die Waldwächter und so, aber wir müssen leider hier... Hallo? Das Siegel des Geschichtenwebers, eine komplexe Weberei aus hinabgefallenen Ästen, ist in mehrere Stücke zerbrochen und wurde auf einen Haufen hinterlassen. Man findet es normalerweise über seiner Tür. Das könnte das notwendige mystische Zeichen sein, um den Geschichtenweber anzuklagen. Ist mir jetzt da hinten? Ach, hier. Ernsthaft, wo kommt jetzt der zweite her? Da war nur einer. Ein verkohlter Stein liegt neben dem kaputten Wagen des Khajiit Arranak. Es ist ziemlich glatt und noch warm. Wenn der Händlerkarren vom Blitz getroffen wurde, könnte das ein mystisches Zeichen seiner Schuld sein. Naja. Der Stein mit Blitz, also den Stein mit Blitzspuren aufheben. Es kann aber auch genau das Gegenteil sein, ne? Es muss ja kein Zeichen sein. Rechnung, eine Blüte von Blut Alendil zu hinterlegen am umgestürzten Baum beim Fluss. Bezahlung bezahlt. Bestellstatus ausgeführt. Shit. Das ist dann wohl der letzte Beweis. Beschuldigt ihn. Ja. Wo muss man denn jetzt hin? Da oben rein? Achso, da geht's noch weiter. Wir haben ja jetzt natürlich für alle drei... Hier ist keiner, ne? Für alle drei Beweise finden, dass die es waren, dann ist das natürlich schlecht. Ich nehme mal eben euer ganzes Fleisch mit. Ein großes Stück einer kräftigen, aber welkenden Pflanze liegt hier auf dem Alchemietisch von Geschichtenweber. Ach du Schande, die meisten Blüten wurden entfernt. Ja, ist das die Pflanze? Ich hätte mir die jetzt anders vorgestellt. Oh, Hallöchen. Ist ja gerade keiner da, ne? Ich denke mal, dass das Dorf, wenn wir dann die Aufgabe erledigt haben, wieder bewohnt ist. Deswegen nehme ich mir die Sachen natürlich lieber jetzt mit. Gartiels Tagebuch. Ist das viel? Diese Schwindsucht verzehrt mich nach und nach. Ein Stück mehr jeden Tag. Ich muss all meine Kraft aufbringen, um nicht der Verzweiflung und dem Selbstmitleid anheimzufallen. Warum ich? Warum jetzt? Ich bin jung und habe immer versucht, meine Nachbarn respektvoll zu behandeln, meinen Clan zu unterstützen, meinen Mann zu lieben und mich um den Wald zu kümmern. Und es ist noch schlimmer, wenn ich mir ansehe, was das den armen Eranas antut. Er schläft nicht mehr, er isst kaum noch. Tag und Nacht ist er über seine Arbeitsbank gebeugt, wo er neue Mixturen aus den toten Pflanzen ausprobiert, die er vom Waldboden aufgesammelt hat. Also ich vermute mal, das sind dann diese toten Pflanzen da drin. Ich sage ihm, dass er seine Gesundheit nicht meinetwegen ruinieren soll, aber ich verstehe... Ach so. Aber ich verstehe, wie sehr er darunter leidet, mich so zu sehen, und ich werde schwächer und schwächer. Meine Hand zittert, während ich das hier schreibe. Ah. Ich habe da so eine Ahnung. Als ich heute Morgen erwachte, saß mein Mann an meiner Seite. Er hatte Tränen in den Augen. Er verabreichte mir einen Trank, aber wie immer änderte sich nichts an meiner Krankheit. Es hilft nichts. Solange er sich an den grünen Pakt hält, werden die Tränke nie stark genug sein, auch wenn es die richtigen sind. Offenbar ist dies auch meinem Mann bewusst. Während er heute unterwegs war, habe ich seine Arbeitsbank durchsucht. Dort habe ich ein Buch über seltene Gartenkunst gefunden. Er öffnete sich beim Tränen durchweichten Eintrag über Sanguine, Alendil, die heilige Blüte und ihre heilenden Eigenschaften bei Schwindsucht. Ich kenne meinen Mann, er würde die heilige Blume nie pflücken, aber ich bin nicht bereit zu sterben, wenn es ein Heilmittel gibt. Ja, das ist, ja. Der grüne Pakt soll doch kein Selbstmordpakt sein, oder? Der Wald soll sich doch um uns kümmern. Ich bin zu schwach, um Sanguine Alendil selbst zu pflücken, aber ich werde eine Möglichkeit finden.
Es ist vollbracht. Ich habe dafür gesorgt, dass mein Mann die Pflanze finden wird. Bereits gepflückt, und zwar im Wald, wo er jeden Morgen nach den toten Blumen sucht. Ich bereue nichts. Also, hier, ich meine, in dem Buch steht was drin von einer Blume, aber da steht jetzt natürlich nicht direkt drin, dass das diese Blume ist. Bei dem Händler. Sie hat wiederum geschrieben, dass sie dafür gesorgt hat, dass er die richtige Blume findet. Und dass sie auch... Ach so. Ich verstehe. Sie hat dafür gesorgt, indem sie mit dem Khajiit, also den Khajiit, den Auftrag gegeben hat. Ich vermute mal, der Khajiit hat die Blume dann gepflückt, die dahinter lassen, und deswegen gab es diesen Eintrag. Ja, streng genommen sind alle drei schuldig, haha. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Mann wusste, dass es jetzt genau diese Blume ist. Aber der Mann ist doch der Geschichtenerzähler auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Der wiederum müsste ja eigentlich wissen, dass es genau diese Blume ist. Andererseits, wenn er sie irgendwo liegen sieht, hat er nichts falsch gemacht. Streng genommen. Die Frage ist jetzt, der Khajiit hat es gemacht, gehe ich von aus. Und die Frau wollte das aber, also hat ihn dann, keine Ahnung, gutes Geschäft angeboten, erpresst, ich weiß es nicht. Also wer ist jetzt schuldig? Derjenige, der dazu angestiftet hat, oder derjenige, der abgepflückt hat, ne? Hallo? Das ist ein bisschen tricky jetzt. Hier hoch. Baumtale Rolon. Wer ist das denn jetzt schon? Oder ist das jetzt diese andere Frau? Nee, ne? Gartiels Horoskop. Die Fürstin ist das Sternzeichen des unbeugsamen Willens und der unermüdlichen Gesundheit. Wenn sie am Himmel steht, segnet sie die Kranken und heilt sie. Und sie belohnt all jene, die allen Widrigkeiten zum Trotz durchhalten. Das ist Gartiels Sternzeichen. Es aszendiert seit der Nacht, in der der Wald sich gegen uns gewandt hat. Ein gutes Omen für ihre Gesundheit oder etwas anderes? Unbeugsamer Willen, unermüdliche Gesundheit. Ja. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als schlechtes Omen sehen, aber... Also, ich weiß es nicht. Ich persönlich bin dafür, dass sie den Ärger kriegt, weil sie halt alle dazu angestiftet hat. Wobei der Khajiit natürlich es auch nicht hätte tun dürfen. Ich weiß aber nicht, inwiefern der Khajiit mit den Gebräuchen und so weiter da überhaupt, ja, so mit bekannt ist. Die sind jetzt hinten im Raum. Ach, das... Ja, stimmt, das ist tatsächlich die Blüte. Oh. Wir sind bereit für eure Erkenntnisse, Advokatin. Ich ermutige euch, die Verdächtigen nach gefundenen Beweisen zu fragen, bevor ihr eure Anschuldigungen vorbringt. Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Denkt daran, sobald ihr Anklage erhoben habt, müsst ihr auf Nachfrage die belastenden Beweise vorlegen. Ja. Er hat aber gesagt, ich kann mit denen nochmal sprechen, oder? Ich bin mir bei dem Namen jetzt gerade nämlich nicht so hundertprozentig sicher. Bringt eure Erkenntnisse bitte zu Baumtane Rolon, Advokatin. Jeder möchte, dass diese furchtbare Angelegenheit so schnell wie möglich vorbei ist. Ich hasse es. Sie war das doch mit dem TH, ne? Gartiel oder so.
Oh, ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen. Wir sind bereit für eure Erkenntnisse. Ja, ja. Denkt daran, sobald ihr Anklage erhoben habt, müsst ihr auf Nachfrage die belastenden Beweise vorlegen. Ich verstehe. Ich bin bereit, Anklage zu erheben. Oh mein Gott. Wenn ihr wirklich bereit seid, steht dahinter. Dann nennt bitte den Angeklagten. Also ich bleib dabei, ich würde die Frau des Geschichtenwebers anklagen, weil er hat die Blüte nur gefunden. Ob er jetzt davon wusste, dass es die richtige Blüte ist oder nicht, sie ist nicht mehr irgendwo fest dran gewesen, sie ist abgefallen gewesen und das ist okay. Er könnte das ja jetzt so als Schicksals, Dings nehmen. Das Problem ist, wenn ich jetzt Aranak, den Händler, anklage, der das ganze Jahr, ich weiß aber nicht, ob er wusste, dass sie es gewesen ist, aber der das ganze Jahr auf eine Anweisung hin gemacht hat. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob er mit diesen Gebräuchen so vertraut ist. Mir fällt zwar das Ding ein, was da runtergefallen ist, dieser Blitzstein. Es kann natürlich sein, dass das jemand dahin getan hat. Ich bleib bei der Gatiel auf jeden Fall. Ihr habt gegen Gatiel, die Frau unseres Geschichtenwebers, Anklage wegen Verstößen gegen den Grünen Pakt erhoben. Wen habt ihr, um gegen die Angeklagte auszusagen? Ich bitte Sendranir, um den Zeugenstand zu treten. Bürger, bitte tretet als Ankläger vor. Advokatin, welche greifbaren Beweise habt ihr uns vorzulegen? Gatiels Tagebuch umreißt ihr Vorhaben, dem Blut Alendil zu beschaffen, um eine Krankheit zu heilen. Wir nehmen dieses Tagebuch als Beweis auf. Bitte legt es auf den Tisch. Bitte präsentiert das letzte Beweisstück. Ein Omen des Himmels, das eure Anklage stützt. Gatiels Horoskop, das jene Sternzeichen zeigt, die in jüngster Zeit deutlich sichtbar am Himmel standen. Wir nehmen dieses Horoskop als Beweis auf. Bitte legt sie auf den Tisch. Bitte gestattet mir einen Augenblick, um die von euch vorgelegten Beweise zu prüfen, Advokatin. Natürlich. Nach sorgfältiger Begutachtung der Beweise, die diesem Gericht vorliegen, ich befinde Gatiel, die Frau des Geschichtenwebers, für schuldig im Sinne der Anklage. Es tut mir leid. Es tut mir so Advokatin, leid. Advokatin, wir haben viel von euch verlangt in dieser schrecklichen Angelegenheit. Aber ihr müsst noch eine letzte heilige Aufgabe erfüllen. Bitte eskortiert den Gefangenen hinunter in die Urteilskammer. Ja, ich weiß, dass du es nicht aus böser Absicht getan hast, aber... Das ist nicht wahr. Das ist alles nur ein böser Traum. Folgt mir. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Wo ist... Achso, da hinten. Ich meine, der Khajiit ist es auch schuld, ne? Der hat halt diesen Auftrag erfüllt, aber was soll ich sagen? Sie war diejenige, die halt diese ganzen Fäden gesponnen hat und so. Mit dem Reden? Nee. Ich hatte keine Wahl. Es war doch nur eine einzige Pflanze. Ich wäre so... Blut für Blut. Es ist vollbracht. Na, nett sind die hier nicht gerade. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist... Wir haben es verstanden. Da drin ist ein deutliches Echo. Ich würde da nicht runtergehen. Jetzt sieht sie richtig schön aus. Die kann man übrigens auch beim Luxushändler, war es, glaube ich, kaufen. Nur mal so am Rande. Ihr habt getan, was wir nicht konnten. Ihr habt uns wieder mit dem Grünen Pakt vereint. Alles ist richtig, auch wenn nicht alles gut ist. Hab Dank. Gatiel ist tot. Gatiel war die gute Seele unseres Dorfes. Ich kann es immer noch nicht richtig fassen.
Doch wer kann es ihr schon verdenken, dass sie ihre Krankheit heilen wollte? Der Grüne Pakt ist manchmal eine schwere Bürde. Doch wir sind euch dennoch dankbar. Ihr seid hier jederzeit willkommen. Ich meine, das einzige Positive, was wir jetzt hier mitnehmen können bei dieser Quest, ist halt, dass, ja, es in Anführungszeichen nur ein Leben war, was jetzt wieder genommen wurde. Und sie wäre ja so oder so gestorben. Und sie hat auch noch zwischendurch Zeit gehabt und hätte diese Zeit eigentlich nutzen können, muss man auch dazu sagen. Ich bin ganz ehrlich, wenn jetzt das ganze Dorf, die wären ja irgendwann auch gestorben. Die hätten ja nicht rausgehen können. Die hätten ja kein Essen gehabt und nichts. Wir haben eine zweihändige Axt in Geschärft vom Set der Grüne Pakt bekommen. Das sieht mir so nach einer Henkers-Axt aus. Ist also gerade jetzt nicht unbedingt so positiv. Ja, solche Quests sind wirklich Quests, die ich absolut hasse. Und das zeigt mir wieder einmal mehr, dass es im Prinzip niemanden gibt, der tatsächlich das Recht hat, über das Leben anderer Leute zu entscheiden. Aber auch, dass wir halt alle für unsere Taten gerade stehen müssen. Und wie gesagt, der Händler ist eigentlich auch mitschuldig gewesen. Er hat halt diesen Auftrag ausgeführt, aber im Endeffekt, das Ganze ging tatsächlich von ihr aus. Sie hat diesen Plan geschmiedet. Sie hat gesagt, mach das, besorg mir das, leg das dahin. Und ja, ich denke mal, egal wie man jetzt geopfert hätte, es wäre wohl immer richtig gewesen, wenn man dann die entsprechenden Beweise auch vorgelegt hätte. Ja, das sind aber diese Quests, ich hasse, bin ich ganz ehrlich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr euch hier entschieden habt oder wie ihr euch entschieden hättet. Und es würde mich jetzt wirklich mal interessieren, hättet ihr den Khajiit angeklagt? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es kann sein, dass ich den Khajiit sogar schon mal angeklagt habe. Und wer von euch selber spielt, dem ist vielleicht auch mal ein streitendes Pärchen, sage ich mal. Also nicht Pärchen, aber zwei Leute, die sich gestritten haben, Waldelf und ein Khajiit, begegnet. Die sich darum gestritten haben, dass der Waldelf gesagt hat, dass der Khajiit angeblich irgendeine Blume gegessen hätte. Und der Khajiit gesagt hat, es tut ihm leid, aber er isst halt nun mal so gerne Blumen. Ich hatte zuerst gedacht, es läuft darauf hinaus. Das wäre dann wieder so ein kleines Easter Egg quasi gewesen. Das sind hier diese zwei Leute, die immer wieder ja hier in Gradwald auftauchen können und die man dann ansprechen muss, wenn sie auftauchen, für irgendeine Errungenschaft. Ja, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, was, also wie ihr entschieden hättet, weil sowas interessiert mich immer sehr. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei einer neuen Quest hier in Gradwald wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.